Alles ist teurer geworden und wird auch noch teurer. Aber anstatt Abhilfe zu schaffen, erhalten wir ganz viele nett gemeinte Spartipps von Herrn Habeck. Gibt es denn Stellen, an denen die Bundesregierung selber einspart, beziehungsweise wäre es nicht besser, weniger Geld ins Ausland zu fließen zu lassen und eher dem Bürger zukommen zu lassen? Ja, also zunächst mal muss man zu diesen sogenannten Spartipps ja sagen, die sind ja an Dummheit kaum zu überbieten. Wenn man uns ernsthaft empfiehlt, wir müssten frieren für den Frieden, wir müssen weniger duschen, wir sollen möglichst wenig warmes Wasser benutzen, das hört sich ja an, ich sage das mal so, das sind Tipps, die waren in Kriegszeiten aktuell und leider Gottes betreibt diese Regierung natürlich eine Kriegspolitik und macht auch dementsprechend unsinnige Vorgaben. Besonders furchtbar ist es eigentlich, dass die Regierungsbonzen überhaupt nicht sparen. Das sieht man an Personen wie Ricarda Lang, die ihre Völlerei weiterhin pflegt und ihr frönt. Das sieht man aber auch an Herrn Habeck und anderen grünen Gestalten, die eben selbst überhaupt nicht sparen. Und das ist eine Bigotterie. Die muss man überall anprangern. Und da gibt es eines ganz klar zu sagen: Wir wollen Wohlstand und keine dümmlichen Spartipps der Bundesregierung.